Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu SFMs Spielebewertung. Heute mit dem Spiel Mario Kart 7 für den 3DS. Ich habe das Spiel gerade eben kurz gespielt. Ich habe das Spiel seit Weihnachten und ich war eigentlich relativ gut überrascht von diesem Spiel. Auch wenn ich bemerkte, dass die Karts eigentlich im Gegensatz zu wie zum Beispiel bei Mario Kart Double Dash eher langsam fuhren. Deswegen war halt jetzt nicht da gerade so ein gutes Formel 1 Gefühl dabei, aber ist ja auch egal. Zu den Items, die Items waren eigentlich schon auch gut. Man hatte den blauen Panzer, man hatte die Bananen, man hatte die drei Bananen, man hatte die drei Panzer, die um sie rumschweren und so weiter. Aber mir ist aufgefallen, dass sie diese Fake-Boxen, die aussehen wie richtige Item-Cache, nicht mehr verwendet haben. Zudem fand ich es gut, dass man neue Kartteile gewinnen konnte, indem man die Münzen, die auf der Rennstrecke lagen, einsammelte. Auch wenn ich anfangs dachte, dass man mehr wie 10 sammeln konnte und uns dann am Ende doch nur 10 waren, die man hätte einsammeln können. Andererseits ist es dann vor allem dann nervig, wenn man kurz vor Schluss beim Ziel ist, dann nochmal ein Panzer kommt und auch von 10 Münzen dann 3 wegschnappt oder so. Das ist dann schon wieder blöd. So wäre es zum Beispiel, wenn man 100 Münzen für ein Kartteil bräuchte, dann kommt ein blauer Panzer und bekommt man gerade mal so 97 Münzen und dann muss man ein ganze Cup nochmal wegen diesen 3 Münzen fahren. Also, das wird dann wieder nervig. Des Weiteren von der Schwierigkeit mal her. Leicht ist eigentlich viel zu leicht. Ich weiß, es ist ein Spiel für, naja, keine Altersbeschränkung. Aber trotzdem für eingefleischte Mario Kart Fans oder halt Fans allgemein doch ein wenig zu leicht. Der mittlere Modus ist eigentlich auch noch relativ leicht, also ich hatte keine großen Probleme. Aber beim 150er Klasse, da gehen die auf einmal wieder ab wie beim richtigen Formel 1. Da sind die unaufholbar, zumindest für mich. Und da muss man so genau fehlerfrei fahren. Das ist dann einfach nicht mehr schön. Mich hat das mal so richtig aufgeregt. Besonders in den letzten Stages. Aber trotzdem, das Spiel ist anfangs zu leicht und dann wird es dann gegen Ende ein wenig zu schwer. Zumindest für mich. Die Karten, die man fahren kann, sind echt umfangreich, vor allem da man die sich selber zusammenstellen kann. Man kann verschiedene Gleiter nehmen, man kann verschiedene Autoreifen nehmen zum Beispiel oder das Kart allgemein, also der Hauptteil, kann man auch verändern. Man kann alles Mögliche verändern. Zwar nur 3 Teile, aber man kann alles Mögliche verändern. Aber was ich jedoch sehr bedauere ist, wenn man zum Beispiel Mario benutzt, dann ist das relativ ausgewogen von den Werten her. Benutzt man jedoch Wario, dann ist wieder alles irgendwie anders. Vom Gewicht her und so weiter. Die Kartteile bestimmen das zwar mit, aber die Fahrer anscheinend auch. Das ist jetzt zwar nicht so mein Thema, aber es ist ein bisschen realistischer und es macht es dann auch wieder ein wenig strategiereicher, wie man was benutzen sollte und so weiter und so fort. Das Heft, um das Ganze, die Stages. Die Stages sind auch noch gut gemacht. Viel Innovation, vor allem alte Strecken, die ich selber nicht mal richtig kannte, sind auch dabei. Wie zum Beispiel das allererste Regenboulevard oder das neue Regenboulevard von dem, was echt schön gemacht wurde. Vor allem, es hat nämlich 3 Ziellinien, so wie viele oder die meisten Strecken von Mario Kart bei den neuen Strecken. Bei den alten geht es halt alt. Und dann zum Lenken. Das Einzige, was dabei ist, ist eigentlich so ein Ding. So ein kleines Kärtle. Da steht das Nötigste drauf. Das richtige Ding ist eigentlich weg. Also, die richtige Anleitung, die ist im 3DS enthalten, beim Spiel drin. Zwar sehr innovativ, aber trotzdem vermisse ich es irgendwie ein bisschen. Bei Mario Kart Double Dash zum Beispiel, da habe ich noch so ein richtig kleines, gutes Handheft, wo ich noch richtige Notizen machen konnte, auch wenn ich das nie benutzt habe, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann zu der Bewertung.
zu Mario Kart 7. Auf einer Skala von 1 Stern bis 10 Sterne, ich war klar. Die Grafik beim Release, ich war eigentlich sehr angenehm überrascht, als ich es bekam. Also Release ist für mich immer, als ich es bekommen habe, nur mal so. Also 7 Sterne fand ich, denn es war super tolle Grafik. Die Grafik heute finde ich eigentlich genauso gut wie damals, da hat sich nichts groß geändert. Vor allem liegt es daran, dass ich ja erst 2 Monate habe. Die Atmosphäre sind 8 Sterne. Ich fand einfach alles super toll. Die Autos, die man zusammenstellen kann, auch wenn ich bis jetzt noch nicht alle habe. Die Rennstrecken, die Musik, einfach alles. Es war alles sehr schön. Zwar nicht perfekt, aber für 8 Sterne reicht es locker. Die Nostalgie sind für mich nur schlappe 2 Sterne. Denn es hat zwar ein paar Strecken von den alten, aber trotzdem, ich fand die Nostalgie nicht so überragend, weil erstens ich eigentlich alle Mario Karts habe, außer Mario Kart Super Circuit, Mario Kart DS und Mario Kart Wii, auch wenn DS und Wii eventuell dasselbe ist, aber ich weiß nicht so wichtig. Und ja, weil ich das eben alles habe und alles relativ oft spiele, ist für mich eigentlich kein richtiges Nostalgiegefühl da. Die Handhabung ist für mich 6 Sterne. Es lässt sich gut steuern, aber das macht dann auch wieder ein bisschen, ist halt ein bisschen langweilig, weil halt alles so langsam ist und so weiter. Das begründet auch zwar nicht genau, wieso der Spaß 8 Sterne ist, aber das sind 8 Sterne, weil man hat die Chance, auch mal runter zu fliegen und durch diesen einen Sturz ins Leere auch mal sehr weit nach hinten gebracht zu werden. Vor allem beim 150er Cup. Das macht für mich Spaß, weil eben die Schwierigkeit dann letzten Endes doch noch kommt. Auch wenn ich es eventuell vorhin beklagt habe, dass es von so Sprung auf Sprung einfach so ist. Aber es macht ja nichts. Das ist einfach jetzt Hauptsache überhaupt gefordert als überhaupt nicht gefordert. Dann hätte es für mich schlappe 3 Sterne da gegeben. Vielleicht nicht mal überhaupt 3 Sterne. Denn der Inhalt haben für mich die volle Punktzahl. Wie gesagt, innovative Strecken, alte Strecken, auch wenn sie mich nicht besonders überrascht haben. So viele gute Kartzusammenstellungsmöglichkeiten, einfach alles. Es war alles perfekt da, deswegen 10 Sterne. Die Anzahl Sterne, 48 von 70. Fazit, es ist eine gute Empfehlung. Also falls ihr mal was kaufen wollt für etwas, für einen Jüngeren, so 11- oder 10-Jährigen, solltet ihr auf dieses Spiel wetten. Zumindest würde ich das tun. So, das war's für Mario Kart 7. Ich leg's nochmal da drauf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dieses Spiel fand ich sehr, sehr gut. Und tschüss.